Neben etlichen Hallenturnieren gibt es im Januar natürlich auch das ein oder andere Testspiel zu bestaunen. Und so kam es zum Duell zwischen den Sportfreunden aus Baumberg und dem Bonner SC. Oberliga Niederrhein gegen Regionalliga West. Und die Bonner legten gleich mal gut los. Das ist Evangelos Skraparas mit einem feinen Tor zum 1:0 nach 5 Minuten. Skraparas ist Neuzugang aus Kambodscha und der Deutsch-Grieche zeigt hier einmal gleich, dass er technisch nicht der Untalentierteste zu sein scheint. In der Folge dreht jedoch der Neuntplatzierte aus der 5. Liga auf. Das ist Abelski, der schön den Ball aufs Tor dreht und Robin Benz im Tor von Bonn mit einer Glanztat. Weiterhin nur die Sportfreunde aus Baumberg. Das ist Klotz mit einer abgerutschten Flanke und die knallt aufs Gebälk. Lattentreffer für Klotz. Und dann ist es Misami, der sich dagegen die Bonner Abwehr durchsetzt und frei zum Abschluss kommt. Die beste Gelegenheit für Baumberg zum Ausgleich zu kommen. Und dann wieder mal Klotz mit einem Chipball. Robin Benz im Tor der Bonner muss öfter eingreifen, als ihm lieb ist. Damit kann Trainer Thorsten Nährbauer nicht zufrieden sein. Im zweiten Durchgang sollten die Bonner jedoch aufdrehen. Winke mit der Flanke und in der Mitte ist Skraparas frei. 2:0 durch den Neuzugang. Blitzstart in die zweite Hälfte. Es war gerade mal die 46. Spielminute. Gute Flanke von Winke und auf Höhe des Elfmeterpunkts kommt Evangelos Skraparas zu seinem Doppelpack. Makrekis, schön durchgesteckt auf Marcel Kaiser, der mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck für das 3:0 sorgt. 50 Minuten gerade mal erst gespielt. Der 12-Platzierte der Regionalliga West stellt jetzt standesgemäß den Spielstand auf. Trotzdem weiterhin Baumberg nicht klein zu kriegen. Schöner Abschluss von Cesar, aber Robin Benz wieder mal klasse pariert. Ecke, dann abgewehrt und dann ist es Knetsch mit dem Anschlusstor zum 1:3. Kapitän Dario Schumacher konnte den Ball zwar zunächst abwehren, der Ball landet jedoch genau auf dem Fuß von Knetsch, der den Ball dann sehenswert Volley im kurzen Eck unterbringt. Dann jedoch nur eine Minute später, Ecke von Bonn. Die wird hier geklärt, aber dann ist es ein schöner Abschluss von Chris Villinger, der sofort wieder den 3-Tore-Vorsprung für den BSC herstellt. Nico. Hallo. Baumberg kriegt den Ball nicht richtig geklärt und dann ist es ein toll platzierter Schuss von Villinger. Keine Chance für Torwart Hinsenkamp im Kasten der Sportfreunde. Dann Makrekis mit der Riesenmöglichkeit auf 5:1 zu stellen. Freistehen vor Hinsenkamp scheitert er allerdings doch etwas kläglich. Und dann ist es wieder mal der Neuzugang Evangelos Skraparas mit seinem dritten Treffer an diesem Tag. 5:1 für den Favoriten, für den Bonner SC. Der Deutsch-Grieche zeigt hier im ersten Einsatz gleich mal, warum man ihn geholt hat. Trefferqualitäten hat er auf jeden Fall. Und die Sportfreunde Baumberg verkaufen sich trotz dieses hohen Ergebnisses sehr gut. Das war nämlich der Schlusspunkt. Und Thorsten Nährbauer mit seiner Einschätzung zum Spiel. Ja, war in der ersten Halbzeit, haben wir die ersten 10 Minuten ganz ordentlich angefangen, haben auch das 1:0 gemacht. Danach haben wir so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter an den Tag gelegt, was mir nicht so gut gefallen hat. Da waren wir total passiv in den Zweikämpfen, auch gerade in unserer Bonn-Zone waren wir sehr passiv. Das hat mir nicht so gut gefallen, deshalb habe ich in der Kabine auch darüber auch was gesagt, weil auch diese Freundschaftsspiele wollen wir gewinnen und wollen wir ordentlich gewinnen, wobei das Ergebnis natürlich sekundär ist. Primär ist es einfach so, dass die Jungs in Fahrt kommen, dass wir uns was einspielen, was einstudieren. Das haben wir dann zweite Halbzeit sehr hervorragend umgesetzt. Bis zum 26. Januar hat der BSC noch Zeit, ins Rollen zu kommen. Dann geht es nämlich in der Regionalliga West weiter gegen Fortuna Düsseldorfs U23.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.